Und somit kriegst du zurück zu XCOM. Du hast es in der letzten Aufnahme ja gesehen. Wir sind hier ein klein wenig übertölpelt worden. Und uns wurde so gesehen der Garaus gemacht. Es gibt eine kleine Lösung, das habe ich beim Schneiden gefunden. Es gibt Möglichkeiten, die Situation irgendwie zu lösen. Wir werden es probieren. Ich werde aber zwischenrein, wenn es dich interessiert, kurz einen Blick, ich schaue da nur gerade ein bisschen, wie wir das anders gestalten können. Na, ich kann das nur so gestalten. Okay. Und zwar, wir haben ja das große Problem hier, dass da dann irgendwann einmal kleine, grüne, etwas zu groß geratene Aliens spawnen und uns die Hölle heiß machen. Und ich nicht weiß, wie das lösen soll, weil wir da sehr schwer sind. Jetzt ist halt nur die große Frage. Warte mal ganz kurz, jetzt lassen wir mal was schauen. Warte mal. Ich gehe nochmal komplett zurück. Ja, bitte, Spielladen. Ich gehe nochmal eins zurück. Weil ich glaube nämlich, dass wir für die Mission noch zu schwach sind. Warte mal ganz kurz. Wo sind wir denn da jetzt? Der Brasilien? Boah, wir haben nur sehr schwer. Weißt du was? Na, wir werden... Wir müssen schauen, ob wir zuerst die Mannschaft aufbringen und dann die sehr schweren angängen. Es ist das Problem, ich könnte die Mission jetzt machen. Dann habe ich das Problem, da scheiße ich immer stundenlang. Und wenn ich dann stundenlang herumscheiße, hast du wieder nichts davon, weil wir nichts, weil wir nicht weiterkommen. Ich glaube... Bevor ich mir da die Mannschaft zerschießen lasse. Also nein. Machen wir das. Entschuldigung jetzt nochmal dafür. Aber nein, das ist mir jetzt momentan ein bisschen zu gefährlich. Bewaffnung. Der hat einen Raketenwerfer. Okay. Bearbeiten. Bewaffnung. Hat der was anderes? Wieso hat der nur die Pistolen? Scheiße. Okay, da können wir nicht viel machen bei ihm. Bearbeiten. Bewaffnung. Der hat auch noch die Scheißpistolen. Die Schrotflinten ist eher was für ein Nahkampf. Das weiß ich schon. Jetzt schau ich mal nur gerade. Warte mal. Gibt es da irgendeinen Unterschied? Der hat auch noch die Pistolen im Schaßdings drinnen. Mein Gott, du. Ja, siehst du, ich war auch völlig falsch ausgestattet für die Mission. Für sehr schwer. Okay, das lassen wir sein.
Ja, sorry, dass ich mir das für so entschieden habe. Ich meine, da warst du ja komplett deppert. Ich spüre das Spiel jetzt das erste Mal und dann will ich mit meiner halb aufdunsenden Mannschaft da den Scheiß machen. Geht nicht. Will ich nicht, so gesehen. Da schau ich lieber, was ist denn der Pulsbogen noch einmal? Eine nicht tödliche Waffe, die Gegner betäuben kann. Na, brauchen wir nicht. Das ist gescheiter, wir geben einem das Dings mit. Ja, da kann ich nur das. Ja, dann sind wir schon fertig. Ja. Okay, kurz noch einen Blick. Wir gehen dann Japan an, genau. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Warte mal, Dynamanautopsie. Diese Aliens sind eindeutig als Infiltratoren gedacht. Dazu erschaffen sich ungesehen unter uns zu bewegen und uns zu beobachten. Die Frage ist nur, wie waren die Aliens in der Lage, die Spezies körperlich dermaßen zu modifizieren und ihren Zweck anzupassen? Sektoiden, UFO-Energiequelle. Dank des darin enthaltenen Elements Elerium schafft es dieses kompakte Gerät irgendwie die enorme Energiemenge zu erzeugen, die ein UFO benötigt. Mit genug Zeit könnte es uns gelingen, diese Technologie für unsere Abfangjäger nutzbar zu machen. NAV-Computer. Die Navigations- und Steuerungsmodule, die wir in dem abgestürzten UFO gefunden haben, scheinen gleichzeitig als Flugcomputer und als Kommunikationsgerät zu dienen. Eine Erforschung könnte unsere Möglichkeiten verbessern, anfliegende UFOs zu orten. Experimentelle Kriegsführung. Unser Wissen über die Alien-Technologie ist zwar noch sehr begrenzt, aber das bisher Gelernte reicht schon aus, um den Kampf, wie wir ihn kannten, zu revolutionieren. Wenn wir auf Augenhöhe gegen diese Gegner antreten wollen, müssen wir die Alien... Ja, beginnt das gleich mal. Alien-Sicherheitstrakt. Werkstatt. Haben wir noch so viel Kohle? Das wird knapp. Jede Werkstatt stellt 5 Ingenieure für ihre Mannschaft ab. Verbundbonus plus 7% Erstattung beim Bau. Ich muss mal echt anfangen, Zettel zum Schreiben für den Scheiß. Ich hab kein Geld mehr. So. Kurz noch einen Blick. Paul White. Ja, aber das Wort ist Fähigkeiten. Okay, das müssen wir als nächstes machen. Eiserne Willenskraft. Gut,
Ja, machen wir zuerst das. Ja, sorry für die Entscheidung. Tut mir echt leid, aber... Ich habe so lange herumgeschissen. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Wir haben so lange herumgeschissen. Der Schauplatz dieses Einsatzes liegt in Südafrika und wir müssen uns beeilen. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Natürlich. Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Ja, das gefreut mich, dass ich Erlaubnis zum Angriff habe. Na, jetzt zum Abschluss von den Ganzen. Entschuldigung, dass ich mich jetzt für das umentschieden habe. Wie gesagt, ich spiele das Spiel das erste Mal. Und wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Da ist gescheiter, wir gehen jetzt auf die Relaxte an. Und sammeln noch mal ein bisschen mehr Erfahrung. Und vor allem, mein noch größeres Problem ist, dass ich nämlich nicht weiß, wie diese großen Trümmer benannt sind. Warte mal, gehen wir da in Deckung. Und ich hab's in der ersten Episode und in der letzten Aufnahme schon gemerkt, dass wir nicht fit sind für dich. Ich hätte ja nichts sagen, wenn ich jetzt der 30 oder wenn ich jetzt der XCOM schon 3 oder 4 Mal durchgespielt hätte und so ziemlich weiß, auf was ich mich da einlasse bei der KI. Aber, ja, was denn? Du Tobi, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen lang her. Ich werde versuchen, dass ich die Aufnahme dann so direkt starte, die nächsten Aufnahmen dann so direkt mache, dass ich auf deinen Kommentar dann eingehen kann. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass ich sagen kann, dass ich irgendwann einmal dazu komme, dass ich ein bisschen mehr Kohle kriege für das, was ich da mache, oder ist es alles ein bisschen begrenzt auf ein gewisses Limit? Weil momentan bin ich eigentlich nur pleite. Ah! Ich bin ein Trottel. Ja. Der Schlauwaschel steht wieder ganz geil da. Was zum Teufel war das? Das fragst du so deppert. Der Ernst, oder? Du stehst mir dazu ungut. Okay.
Also, das erste Signal ist von da irgendwo gekommen. Ich schätze halt mal, dass das jetzt auf einen Häuserkampf rauslaufen wird. Sag jetzt schmusen ihr zwei. Feinde gesichtet. Nach unseren bisherigen Beobachtungen war es zu erwarten, dass die Aliens über eine Einheit verfügen, die auf den Kampf an vorderster Front spezialisiert ist. Anscheinend ist es diese massige Kreatur. Ich beneide niemanden, der es mit diesem Ding aufnehmen muss. Das soll leicht sein? Scheiße. Erwischt. Scheiße. Er muss weg da. Warte mal. Wieso? Ah, da. Das ist... Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Das ist mein Scharfschütze. Warte mal. Da ist der eine. Und der zweite. Wo ist der jetzt hingeradelt? Der hat sich da irgendwo versteckt, glaube ich. Hein? Der hat von da rumgeschossen. Er kann nur irgendwo da sein. Volltreffer. Shit, wie ist denn das mit den Waffenwechseln gegangen? Kurz. Lass mir was anderes probieren. Kack, der steht da ungut. BZW, ich stehe mit meiner ganzen Mannschaft ein bisschen scheiße.
Mein Gott, man niemals nur gemerkt hat, wie das Waffenwechseln geht. Da ist er der Zweite. Ah! Grutze, fix da! Himalayanische Arschtröten da! Warte mal. Warte mal. Da ist auch alles blockiert eigentlich. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Probier's nochmal. Wurscht. Das ist nicht gut. Ich weiß, Jungs. Shit. Wo ist denn der Zweite? Der Zweite steht da hinten. Der steht da irgendwo. Ich muss die Idee aus für die Autos wegbringen. Irgendwie. Super. Ich habe jetzt eigentlich von schwer auf leicht gewechselt, gell? Weil ich die Gegnerart noch nicht kenne oder noch nicht so gut kenne. Die anderen kann ich schon einschätzen. Und jetzt muss ich wieder gegen die antreten. Das ist so geil. Kurz ein Blick. Wer bist du? Bitte lass das gut gehen. X-Ray ausgeschaltet. Danke. Wow, das war jetzt. Oh. Okay, Jungs, jetzt können wir uns neu formieren. Irgendwie halt. Geh du da rum. Einer ist noch. Die Schweine, Alter! Schaut euch das an!
geladen und entsichert. Das und tschüss, hab jetzt Slip gefunden. Okay. Das war schon etwas positiver. So, Jungs und Mädels, jetzt richten wir uns da mal ein bisschen her. Das habe ich gemeint. Die Jungs kann ich einschätzen. Die Kleinen kann ich auch einschätzen. Oder die Kleinen. Aber lass mal einmal zurückziehen. Etwaig ein klein wenig positiver mit der Erfahrung rausgehe aus der ganzen Situation. Kurz einen Blick. Mir ist es wurscht, ich speichere bis er es die Nerven verliert. Mal schauen, wer länger Zeit hat. So. Ah, keine Ziele verfügbar. Also wie gesagt, die Jungs kann ich eigentlich schätzen, aber die Großen, da schaffe ich es nicht. Was bedeutet ausreichern? Ja, probieren wir es. Hat das kein Zug verfügbar? Dann mach du auch noch Feldposten. Ja, das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, Alter. Okay, das wird zwar der ganzen Geschichte keinen Abbruch tun. Kommst du zu, wie zu ihm? Nein. Shit! Ziel verfehlt! Macht nix, Jungs.